Damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo, der Franchise-Modus. So, gut, wie ihr seht, bin ich gerade wieder ein bisschen am Vorspulen, denn ich habe mir ein paar Löwen gekauft und ich habe mir überlegt, dass ich es ja cool fände, wenn von den Nilpferden da, dieser See, wenn der auch noch weitergehen würde und sich wirklich mehr oder weniger durch den kompletten Zoo zieht. Und deswegen mache ich da jetzt noch so einen kleinen Kanal, der dann einmal Richtung, weiß ich nicht, Richtung Norden, einmal auch Richtung Süden zu den Katas geht und damit das alles noch ein bisschen mehr zusammenhängt ist. So, gut, insgesamt wird das jetzt alles ein sehr grobes Terraforming, ne? Und dann würde ich sagen, wir machen jetzt gleich das Löwengehege und platzieren die ersten Löwen. Und dann werden wir Löwen züchten. Und das, wenn das gut geht und wir schön viel Babys bekommen, dann können wir nämlich auch wunderbar Arterhaltungspunkte sammeln. So, ab geht's. So sieht das Ganze jetzt erstmal aus, ne? Also ich zeige das mal eben hier. Das ist jetzt hier noch das Flusspferdgehege und hier geht jetzt sozusagen ein kleiner Kanal oder kleiner Fluss lang. Ne? Und ist auch jetzt hiermit sozusagen verbunden, was ich ganz nice finde. Hier habe ich schon mal einen Mitarbeiterweg angesetzt, denn ich habe jetzt den Plan, hier in diesem Bereich ein größeres Löwengehege zu platzieren. Wahrscheinlich ungefähr so hier, würde ich sagen. Könnte ein bisschen groß sein, oder? Wenn ich so drüber nachdenke. So, unseren Wölfen geht's auch noch gut. Das freut mich auf jeden Fall. Und da wird es auch nicht lange dauern, bis da bald noch mehr Welpen rauskommen. Ja, sehr, sehr, sehr süße Welpen auf jeden Fall. Joj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 o. Oh Mann. Ich glaube allgemein wird es jetzt bald sehr viel Nachwuchs geben. Ich hoffe, dass wir jetzt auch sehr bald bei den Grizzlybären endlich mal Nachwuchs bekommen. Das würde mich sehr freuen. Das würde mich wirklich sehr, 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 sehr freuen. So, gut. Ja, dann würde ich jetzt mal anfangen mit dem Löwengehege. Ich kann das auch mal ganz kurz zeigen hier bei Tierhandel. Mir fällt immer mehr auf, dass dieser Franchise-Modus so ein bisschen ist wie FIFA Ultimate Team, nur ohne Echtgeld. Habe ich so das Gefühl langsam. Also zumindest auch wer FIFA Ultimate Team früher irgendwie viel getradet hat etc., kann auf jeden Fall hier sehr günstig an Sachen kommen, wenn er ein bisschen geduldig ist und ein bisschen weiß wie. Auf jeden Fall habe ich deswegen jetzt 1, 2, 4 westafrikanische Löwen, Männchen und ein Weibchen. Die Weibchen sind übrigens super teuer, die männlichen Löwen sind nicht ganz so teuer. Bei einem habe ich glaube ich für 300, 400 Punkte geholt, den anderen nochmal für 300, 400 und dann zwei sehr, sehr günstig geschossen. Wo es auch gut sein kann, dass ich die einfach freilasse, weil selbst dann würde ich wahrscheinlich Plus machen. So, und ich werde aber nur ein Männchen und ein Weibchen platzieren. Ich kann das nämlich auch nochmal zeigen bei Zoopetia. Westafrikanischer Löwe, Arten, Daten. So, Gruppengröße 3 bis 30, ne? Ein Männchen bis zu 30 Weibchen. Da fällt mir auf, ich sollte ganz dringend gucken, dass ich noch ein zweites Weibchen ranbekomme, dass die Gruppengröße mindestens 3 beträgt. Das wäre super wichtig. Das ist übrigens auch der Grund hier, diese Zusammensetzung, dass Weibchen so unfassbar teuer sind und Männchen nicht. Weil man eben nur einen Menschen braucht, aber ganz viele Weibchen. Muss ich jetzt erstmal umzäunen und das würde ich hiermit beginnen. Also ab geht's. Alles klar, wir haben ein geschlossenes Gehege. Puh, mal gespannt, ob das funktioniert. Also auch ob die Löwen jetzt hier oben langlaufen können. Und ja, und es nicht irgendwie Probleme gibt, wenn die hier oben rumlaufen. Ich habe keine Ahnung, ich wollte das einfach mal ausprobieren, ob das geht oder nicht. So, gut, jetzt brauchen wir noch einen Mitarbeitereingang etc. etc. Ich will jetzt erstmal überhaupt gucken, ob das so geht. Wie immer, erstmal testen, ob es funktioniert. Ding,
So, gut, Leute. Jetzt wird es langsam, aber sicher interessant. So, hier müssen wir noch schnell zumachen. Da, ach, keine Ahnung, holen wir einfach nochmal schnell ein, zwei Steinchen hin. Ich hätte gerne diese größere. Und ich hätte jetzt gerne Savannensteine, die passen hier deutlich besser hin. So, müsste es eigentlich schon passen. Und ein bisschen weiter oben ein hin. Hätten wir. Okay, so, gut. Und jetzt noch die Mitarbeitergebäude und dann können wir theoretisch die Löwen reinlassen, schätze ich zumindest. Okay, Leute, wir verabschieden uns von Naksch. 72 Jahre alt, an Altersschwäche gestorben. Über 50 Kinder hat er gehabt, der Gute. So, ich bin gerade noch dabei, hier die ganzen Cutter- und Wolf-Babys und so, beziehungsweise die, die jetzt genau das Erwachsenenalter erreicht haben, sortiere ich gerade raus und hole die ins Trade Center erstmal rein, dass wir dann den Spieler da in Ruhe gucken können, was wir damit machen. Ob wir die verkaufen oder ob wir die zur Zucht von benutzen und so weiter und so weiter. Ich glaube nämlich schon, dass es hier irgendwie Inzest und Unzucht und so weiter, dass das mit einprogrammiert ist, dass es da Probleme geben kann. Da muss ich mir gut dann nochmal angucken. So gut, Leute, dann würde ich mich jetzt sehr gerne mal... Oh je, er ist entkommen. Das ist doch Unsinn. Alles gut, alles gut, alles gut. Muss nur ein Stück zurück machen. Okay, ich muss irgendwann die Barriere nochmal ein bisschen anpassen oder so, ich habe keine Ahnung. Ach du Scheiße, die ganzen Babys, ey. So gut, Leute, dann lasst mal gucken, ob wir jetzt die Löwen hier reinbekommen. Okay, bauen wir mal hier hin. So, dann Tierpflegerhütte. Machen wir direkt hier hin. Und Mitarbeitergebäude bauen wir hier hin. So, gut. Dann bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie das so aussieht. Wie die Löwen sich dann hier so fühlen. Also wir müssen jetzt noch sehr viel anpassen. Ah, guckt mal, krass. Ich habe jetzt tatsächlich beide männlichen Löwen, die ich irgendwie super billig geschossen habe, relativ gut losbekommen. Darum habe ich auch schon wieder 800 Arterhaltungspunkte. Und ich habe vielleicht, keine Ahnung, vielleicht 100 dafür ausgegeben oder so. Gut plus gemacht. Alter. 3 Jahre, super gute Gene, kaufen. Also ein Weibchen auch noch. Richtig gut, Leute, richtig gut. So, jetzt habe ich noch 500 Punkte. Wie gesagt, wir brauchen so viel Weibchen wie möglich. So eine Gruppe besteht aus einem Männchen und irgendwie 30 Weibchen oder so. Gott, ey, super nice. Ja gut, irgendwie wird hier ansonsten nichts Günstiges angeboten. Dann würde ich sagen, wir hauen erstmal nur einen Männchen rein und die Weibchen haue ich dann gleich rein. Dann würde ich vorschlagen, dass ich jetzt erstmal das schlechtere Männchen reinhaue von den beiden. Die sind ziemlich gleich gut. 3 Jahre, 3 Jahre. Okay, wir machen es jetzt so. Ich werde den Löwen, also das Männchen und das Weibchen erstmal reinhauen. Dann erstmal erforschen, erforschen, erforschen. Und sobald wir das relativ hoch haben, haue ich dann noch das zweite Weibchen rein. Den hier spare ich mir erstmal auf. Wie gesagt, nur ein Männchen und der Rest soll ein Weibchen sein. So, als erstes erstmal du. Verlegen. Der ist jetzt schon 400 Punkte wert. Das ist total krank, ey. Das ist wirklich total krank. So, hauen wir hier rein. Und jetzt würde ich aber erstmal gucken wollen, dass wir den jetzt wirklich 100% zufriedenstellen, was halt geht, ne? Yeah, nice, Leute. So, wir gucken uns den gleich in Ruhe an, okay? Oh Mann, das sieht wirklich edel aus. Ich muss mich jetzt aber erstmal um den kümmern. Meine einzige Sorge wäre höchstens, dass die in der Lage sind... Ach, hier geht nichts mehr hoch, Leute. Hier geht nichts mehr hoch. Das sieht okay aus. Ich würde mal trotzdem hier noch... Haben wir hier noch einen Stein hin. Und da kommt jetzt das Weibchen, by the way. Ich hoffe, dass die Kinder bekommen, ey. Das würde mich mega freuen. Ich habe nämlich so Bock, einen riesen Savannenzoo zu machen. Also auch mit ganz vielen Elefanten und weiß ich nicht, Böcken und Gazellen und Zebras und so weiter und so weiter. Und alle in ein Gehege. Aber nur riesengroß halt, wisst ihr? Und Löwen sind da einfach, glaube ich... Und Löwen sind, glaube ich, einfach gut geeignet, um da schnell mit der Zucht jetzt noch anzufangen, um einfach Punkte zu machen. Also damit wir uns das alles dann holen können, die ganzen Tiere. Weil die Beta geht ja auch nicht ewig. So, ich denke, das reicht. So... Okay, ich guck mal, ist schon ein Tierpfleger unterwegs. Ich werde auch mal ganz schnell hier das machen, dass das so ein bisschen gemächlicher ans Wasser geht. Dass die hier überall draus trinken können. Das finde ich deutlich cooler, wenn das geht. Da muss ich aber nochmal das Wasser rausnehmen. Ist immer ein bisschen blöd, dass man das nicht bearbeiten kann währenddessen. So, okay, und jetzt kletten.
machen wir das mal so ein bisschen entspannter hier. Also das ist mehr wie ein Strand oder so, keine Ahnung. Sie müssen jetzt nur aufpassen, ich will nicht, dass dieser kleine Tümpel weg ist plötzlich. Okay, reicht das noch? Das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus, nice. Hier müssen wir auch wieder Wasser reinmachen. Ist das noch die richtige Höhe? Das ist noch die richtige Höhe, das gefällt mir. Okay, alles klar. So, das mit der hohen Mauer hier gefällt mir jetzt natürlich noch nicht, ne? So, das ist jetzt erstmal provisorisch. Da werde ich mir auf jeden Fall was überlegen. Okay, dieser Bereich ist halt super hässlich. Hier. Aber ich wollte jetzt unbedingt erstmal die Löwen haben. Mit dem groben Aufbau bin ich auch noch nicht so 100% zufrieden, aber es ist erstmal in Ordnung. Das kriegt man aber auf jeden Fall noch besser hin. So, dann etwas mehr Fels noch. Fels. Dann können wir hier Höhle und so wieder machen. Das finde ich mal ganz cool. Jetzt mal so hier. So. Hier bitte auch draus Fels machen. Wobei ich da eher für rauer Fels bin, das würde cooler aussehen. Würde deutlich cooler aussehen. So. Und hier machen wir jetzt mal rau draus. Ah ne, es ist schon rau. Dann glatt. So, jetzt ist alles im grünen Bereich. Pflanzen ist auch schon alles im grünen Bereich. Da werde ich mich später drum kümmern. Lebensqualität. Wir brauchen doch irgendwas. Ich muss mal gucken. Lebensqualität. Lebensqualität durch Futter muss unbedingt erhöht werden. Doch, Leute, hier Kürbis. Daraus können die essen. Das bringt auf jeden Fall was. So. Das müsste jetzt eigentlich Lebensqualität wunderbar auf 100% erhöhen. Jetzt haben wir die Zufriedenheit auf 96%. Spitzenmäßig. Das ist wirklich spitzenmäßig. So, will ich das zweite Weibchen jetzt auch schon rausholen? Ich wäre fast dafür. Wir holen jetzt auch das zweite Weibchen dazu. Wobei, ich hole das zweite Weibchen dazu, wenn noch ungefähr ein Jahr vergangen ist, denn das ist 4,6 Jahre alt, das gute Stück. So, die sind 3,3 Jahre. Ne, damit die ungefähr gleich alt sind. Ja, wie gesagt, die sind ja wie in so einem Cryopod. Och Mann, sieht der fett aus. Wenn die in der Handelskammer sind. Ah, Leute. Ist das bitte? Das ist eine neue Höhle. Ja, jetzt mal angucken. Ja, hier müssen wir überall noch schön machen. Das ist alles noch hässlich, ich weiß, aber wir machen das noch. So, den scheint es aber erstmal gut zu gehen, wenn ich das hier sehe. Das gefällt mir. Gucken wir uns mal das Weibchen an. Ach cool, ey. Super cool, ey. Ich bin schon wieder nur am Grinsen. Ich habe halt wirklich eine Stunde nach diesen Löwen gesucht. Also, dass ich welche finde, die ich mir leisten kann und die auch was taugen und so. Das hat voll lange gedauert. Hoffentlich kriegen die jetzt auch noch Babys. Hoffentlich. Würde mich mega freuen. Krass, wie die von da oben gucken. Da habe ich noch gar nichts ausgebaut. Stimmt, da könnte man eigentlich auch noch einen Ausguck machen oder so. Mal schauen. So, da kommt der Tierpfleger. Bringt das Futter. Sieht voll, voll cool aus, ey. So, wie alt sind wir? 3,4 Jahre. Ich sehe gerade, ich soll so schnell wie möglich noch ein Weibchen holen. Guck mal, das ist gerade im roten Bereich hier. Sozialverhalten geht deswegen noch runter. Tier steht dem Tode nahe. Warum? Durstig. Dem geht's so gut. Okay, dann hat sich das wohl erledigt. Ich hole das Weibchen mal noch rein jetzt hier. Erstmal gucke ich Forschung. Dann hole ich das Weibchen rein. Die sind noch dabei. Das ist nämlich auch nicht so verkehrt. Wie gesagt, Weibchen sind echt teuer. Richtig teuer. So, und am liebsten hätte ich dann gleich noch ein drittes, ein viertes, ein fünftes Weibchen. Aber da muss man gucken, was wir dann kriegen für diese Art Erhaltungspunkte. Aber damit sozial jetzt erstmal nach oben geht, wäre das wichtig. Oh, cool.
Ja, Leute. Das sieht sehr für mich danach aus, als ob die sich gerne haben. Aber sehr, 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 sehr dolle. Moment. Ja, Nachwuchs. Ja, ja, ja. Nachwuchs erwartet am September, Leute. Ich glaub's nicht. Okay, wir werden gleich unser erstes Löwenbaby bekommen, wenn jetzt nichts schief gehen sollte. Oh, das ist ja super genial. Moment, ich will nochmal ganz kurz schauen hier, den Benachrichtigungsverlauf. Na, Mono, westafrikanischer Löwe, ist richtig. Yes, Leute, nice. Da bin ich jetzt immer super gespannt. Richtig dolle. Am September. Okay, das ist gar nicht mehr so lange bis dahin. Nice, 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 nice. Oh je, Ishida ist gestorben, 72 Jahre alt. Ja, Leute, die ganzen Krokodile, die wir in der ersten Folge geholt haben, die gehören jetzt hier mit der Geschichte an. So, und dieses Gehege hier kann ich auch wegmachen, das war ja nur unser kurzzeitiges Habitat gewesen, für die 50 Krokodilbabys. Oh Mann, ey. Ich muss jetzt unbedingt auch noch ein bisschen mehr Bildungsbildschirme platzieren, ey. Das wäre super sinnvoll. Das mache ich, glaube ich, jetzt gleich mal. Wobei, sieht das mal wieder okay aus? Was ist das hier? Kann das sein, dass es gerade erst entsteht? Jo Leute, wir sind gerade live bei der Geburt dabei. 0,0 Jahre ist das. Hasani. Lass mal weiterlaufen. War ich doch schon zwei. Das ist die Mutti, oder? Ja, das ist die Mutti. Trotzdem zwei! Wow! Alter! Wie gut, wie gut, wie gut, wie gut. Also die können ja bis zu zwei bekommen, ne, pro Wurf. Da haben wir mega Glück gehabt jetzt gerade. Der Wahnsinn. So, okay, gucken wir mal eben. Größe 91, Lebenserwartung 66, Fruchtbarkeit 100, Immunität 66. Wenn das jetzt noch ein Weibchen wäre, ist leider ein Männchen, okay. Und du? Auch ein Männchen, Salehe. 83, 66, 166. Na, 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 na. Na. Oh Mann, das ist super, 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 super gut. So, okay, wir müssen aber... Hier. Das ist die Mutti auf jeden Fall. Ich muss jetzt mal ganz schnell mit Forschung weitermachen. Das wäre noch sinnvoll hier, dass wir das, die Fruchtbarkeit noch weiter erhöhen können. Von unseren, Löwen. So, die sind noch dabei. Du darfst bei Wölfe weitermachen. Und hier schauen wir auch nochmal schnell. Noch ein Gehege. Barrieren. Mitarbeitereinrichtungen. Und das meinetwegen. Und dann das meinetwegen. Okay. Alles klar. So, wir haben auf 500 Art Erhaltungspunkte. Theoretisch können wir mal gucken, ob wir noch ein Weibchen finden. Das wäre vielleicht sogar eine Variante, da mal zu schauen. Alter! Schon wieder! Nachwuchs erwartet im Februar, Jahr 58. Oh, alles klar. Hoffen wir, dass wir diesmal noch ein paar Weibchen dazu bekommen. Das wäre spitzenmäßig. Oh Mann, ey, die Löwen, die gehen ganz schön ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin hier gerade noch dabei, ein bisschen meine Tiere zu sortieren. Beziehungsweise will ich alle, die gerade jetzt erst erwachsen geworden sind, erstmal ins Handelszentrum bringen, damit ich dann später dann in Ruhe gucken kann. Weil die werden ja nicht älter, wenn die im Handelszentrum sind. Das ist ja ganz wichtig, darf man nicht vergessen. Jetzt sind sie rausgekommen, oder? Weibchen.
Zwei Weibchen, Leute. Ja, wir haben zwei Weibchen bekommen. Großartig. 83, 75, 66, 50 ist okay. Ist auf jeden Fall okay, kann ich mitleben. 83, 50, 66, 50 ist auch okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Nice. Richtig gut, richtig gut. Eieieiei. So, ich bin ja eigentlich fast dafür, dass wir den jetzt ganz mal hier ein bisschen schöner machen, das Gehege, oder? Weil so richtig hübsch ist es ja nicht. An der Stelle. Erstmal ein kleines Zwischenergebnis von dem Löwengehege. Wartet mal, hier war ich das Wasser eigentlich. Die Höhe müsste, glaube ich, passen. Das ist die gleiche Höhe jetzt. Jo. So, alles klar. Also zumindest dieser Bereich gefällt mir jetzt schon mal deutlich besser. Hier. Und wenn das nächste Baby dann rauskommt, dann können wir uns das dann hier auch angucken. Beziehungsweise, wenn wir dann irgendwann mal hier eine riesengroße Savanne haben mit super vielen verschiedenen Tieren in einem Riesengehege, dann können wir die dann alle hier versammeln und dann hier das neue Babyjunges vorstellen. Ne? Mal gucken. Theoretisch können wir vielleicht wirklich dafür sorgen, dass hier Löwen drauf rumrennen auch. Ne? Da müsste ich aber mir nochmal in Ruhe drüber Gedanken machen. Auf jeden Fall finde ich, dass das ziemlich stylisch aussieht. So. Und habe das halt dann jetzt so ordentlich versucht, jetzt hier nur einzuarbeiten. Die Höhle habe ich erstmal noch gelassen, wie sie ist jetzt hier. Ich will erstmal gucken, ob jetzt die Zoo-Angestellten hier durchlaufen können, ob das funktioniert. Der wird jetzt wahrscheinlich gleich hier umdrehen. Können wir eben gucken. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jetzt hier wirklich durchläuft. Nee. So, dann würde ich nämlich jetzt hier auch sehr gerne erstmal noch zumachen. Dann machen wir mal noch Steine hin. So, okay, alles klar, Leute. Das sollte so jetzt erstmal passen. Sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen schicker aus. Bitte alle wieder raus. Hier genauso. Ich sag mal so, dafür, dass wir bisher hier null Vegetation... ich habe die Befürchtung, dass die hier irgendwo rauskommen können. Ja, hier können sie rauskommen, definitiv. Das muss ich höher machen, das Gelände. Ausbrechen. Die können aber hier nach oben laufen. Witzig. Das ist ja witzig. Die können hier nach oben laufen. So sieht's aus. Na gut. Ey, das ist so nützlich, diese Map. So, jetzt sollte es eigentlich... Na, wobei, Moment, wir machen mal hier noch zwei, wenn wir dabei sind.
So, jetzt sollte sie die Sache eigentlich erledigt haben, würde ich zumindest mal schätzen. Mal sehen, ob er jetzt umdreht. Okay. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt weitergeht. Moment, Heatmap. Gehege. Klicken wir mal drauf. Nope. Jetzt ist überall zu. Okay, das ist schon mal schön. Das ist echt super nützlich. diese Fluchtpunkte sich angucken, die möglich sind, etc. Tja, nö, da geht's leider nicht mehr lang, meine Gute. Aber jetzt schon deutlich schöner hier. Ist wirklich deutlich schöner hier. Hast du jetzt Angst, hier zurückzulaufen? Nee, hat sie nicht. So, und ich würde jetzt gleich mit Bepflanzung noch ein bisschen weitermachen wollen. Mal gucken. So. Okay, Leute. So, mit dem Gehege kann ich jetzt erstmal leben von den Löwen. Kann ich mir eben nochmal zeigen. Das hier werde ich irgendwann nochmal ein bisschen machen, die Höhle. Ja, cool, wie die auch hier oben jetzt rumrennen können. Hier oben könnte man vielleicht noch einen Schlafplatz hier machen oder so. Das wäre vielleicht ganz cool. Ansonsten ist das auch nochmal eine gemütliche Rückzugsmöglichkeit, wenn sie denn so wollen. Und der Gemeinde ist jetzt nochmal ein bisschen grüner geworden und noch ein bisschen mehr ausdekoriert hier. Würde mir eigentlich ganz gut gefallen. Auch die Höhle ist eigentlich auch ganz schnell hier erstmal. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, kann ich erstmal mitleben. So sieht das Ganze aus der Ferne aus. Ach man, ich freue mich so auf den Moment. Wie gesagt, ich werde hier ein riesengroßes Gehege dann machen. Also riesengroß mit Giraffen, Elefanten und so weiter und so weiter, weil wir das alles in ein Gehege hauen können. Wenn dann hier Tiere rumrennen, Giraffen oder so, stelle ich mir schon ganz witzig vor, dann auf jeden Fall so in diesem Bereich dann noch. Ah, sehr gut, jetzt geht's. Wunderbar, so habe ich mir das vorgestellt, das sieht nämlich ganz schick aus. Ich würde vielleicht nochmal eben die Textur ändern, mal gucken, was wir noch Schönes finden. Ja, aktuell ein großer Fan davon. Weil man auch mal was anderes nehmen könnte. Ich weiß es nicht. Also in der Wüste so schwarzer Asphalt ist, glaube ich, nicht so geil, oder? Nehmen wir mal das hier. So. Bin ich mit alle eingepackt hier? Fast leben, oder? Wird nicht unrealistisch, dass das dann hält. So gut, und hier machen wir jetzt noch ein bisschen Wiese weg. Und da machen wir ja noch eine Spendendose hin. Ein paar Leute gucken sich das ja von hier oben an. Das ist ja ganz cool eigentlich. Und ich mag auch irgendwie diesen bunten Weg. Zumindest an dieser Stelle finde ich das irgendwie ganz cool. So, und eine Spendenbox wäre toll. Und noch ein Infobildschirm wäre ebenso toll. Und hier hätte ich gerne noch Glasscheiben. Da würde das nochmal ein bisschen besser aussehen. Klingt schon ganz schön respekteinflößend, oder? Mal sagen, was man will. So, ich bin gerade dabei, hier noch eine Glasscheibe hinzusetzen, irgendwie. Na gut, dann muss man dann wieder irgendwie retuschieren. Mal gucken, was man dann da hinsetzen. Aber ganz durchgezogen bekommen ist nicht. So. Dann kann ich jetzt aber erstmal leben. Meinetwegen hier auch noch einen Stein. Wenn wir einmal dabei sind, machen wir gleich eine ganze Höhle drauf. Hi! Die sind groß, glaube ich. Guck mal. Das sind zwei männliche Löwen. Die müssen wir jetzt sofort ins Handelszentrum packen, Leute. Oh nein, Flusswert ist gestorben. Okay, ich guck gleich. Und wir jetzt noch mehr. Schnipp. So, und du, mein Guter. Du gehst jetzt bitte Trade Center. Mm-hmm.
Sani, du genauso, mein Lieber. Ab ins Trade Center mit dir. Die Werte sind schon echt krass. So. Wie gesagt, wir dürfen nur einen Menschen da haben. Ansonsten wird es jetzt bald sehr viel Stress geben. So, ich will aber mal meinen, das hat sich ja doch nochmal ein bisschen weiterentwickelt auf jeden Fall. Also die Plattform hier oben finde ich auch ganz cool. Wir müssen auf jeden Fall unbedingt noch mehr Bildung machen. Das wäre echt nice. So, und das hier gefällt mir auch mega gut. Bin sehr drauf gespannt auf den Moment, wenn hier dann auch überall Tiere rumrennen. So. Gut, Leute, dann würde ich erstmal Schluss machen mit dieser Folge. Mal gucken, wie es nächste Folge weitergeht. Wir haben halt wirklich 100.000 Millionen Möglichkeiten, wie wir da weitermachen wollen. Ich glaube, wir müssen jetzt auch bald überall mal ein bisschen die Tiere wieder austauschen. Lass mich raten, da ist wieder ein Cutter am Trinken. Dann geht nämlich immer der Alarm los. Guck mal, hier auch schon wieder ganz viele Jugendliche. So. Also ich würde jetzt auf jeden Fall erstmal versuchen, eine schöne Löwenzucht hochzuziehen und dann viele, viele Löwen auch zu verkaufen, um an Arterhaltungspunkte zu kommen. Und dann können wir dafür dann Elefanten, Tiger, Giraffen und so weiter dann alles holen. Zumindest würde ich das irgendwie probieren. Mal gucken, ob wir eine gute Zucht hinbekommen. So, ich will übrigens nochmal ganz kurz anmerken, dass wir für Hasani als auch Salehe ungefähr 360 Arterhaltungspunkte bekämen, wenn wir sie freilassen würden. Das ist ziemlich übel. So, gut Leute, alles klar. Ich muss mal gucken, was ich mit den Menschen mache. Ich behalte die jetzt erstmal noch, weil noch habe ich noch nicht so viele Löwen. Und von irgendwann wird ja unser Menschen auch sterben und dann wollen wir vielleicht neues Menschen haben. Aber wir sind auf einem guten Weg, dass wir jetzt bald schön 4 Punkte zusammenbekommen. Und ja, denkt bitte an den Daumen, denkt bitte an Feedback, Leute. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, ne? Tschüssi!